Tag 2 von meiner Wien-Reise. Wir sind jetzt hier an der Wiener Staatsoper. Ja, ich kannte sie vorher nicht. Bisschen bitter, aber was soll man machen? Wir sind jetzt hier mit Flo und Dave. Ich krieg heute eine liebe Reise durch das Wiener Land hier. Die werden mir mal ein bisschen Wien zeigen. Und mal sehen. Er wird mir ein bisschen Wien zeigen. Und mal sehen, was noch kommt heute. Wir gehen jetzt erstmal Sachertorte essen. Sachertorte essen kann ich auch nicht. Werden wir sehen. Bis dann. Oh, ciao. So, Flo, was ist das hier eigentlich? Ja, mir ist ein bisschen kalt. Was ist das hier eigentlich? Das ist die Kärntnerstraße, die wir gerade gesehen haben, mit dem Original Sacher. Das ist das Hotel Sacher. Da. Ja, jetzt ist da gerade ein wundervolles Auto vor. Jetzt sieht man. Hotel Sacher. Und das ist die Kärntnerstraße, einer der größten Einkaufsstraßen in Wien. Mit den ganzen Nobel-Boutiquen, die dann unten am Graben sind. Und wenn du davor schaust, der Kirchturm da vorne, ja. Das ist der Kirchturm, einer der Türme vom Stephansdom. Also heißt es quasi, wenn ich jetzt das nächste Mal jetzt wieder nach Wien komme, mache ich jetzt hier einfach meinen Laden auf, oder? Und du musst alles kennen. Du musst dann alles kennen. Ich muss alles kennen. Wenn du hier einen Laden aufmachen möchtest, musst du richtig viel Geld haben. Naja, das ist ja kein Problem. Also ich mache einfach, ich gehe einfach da hinten jetzt hin und nehme den einfach. Genau. Wie kaufst du einfach da auf. Rein? Wir gehen jetzt hier rein? Wir gehen da nicht rein. Schauen, was da los ist. Da habe ich keine Lust jetzt. Ja, aber du wolltest eine Torte. Bisschen zu voll. Ich wollte keine Torte. Hey, das ist ein Torte. Wir wollen keine Sachertorte essen. Sachertorte. Wollen wir nicht essen. Doch, man muss die essen. Nein, wollen wir nicht. Doch, das ist so wie. Was ist das? Also, ich habe Wikipedia gecheckt. Das ist der mittlere Teil einer zweipfeiligen. Ja, auf jeden Fall habe ich schon gelebt, also ich war es auch eigentlich. Herr Geschichtslehrer, Angehender. Ja. 1592 sogar. Richtig. Da sollte man auch kennen. Den kenne ich ja auch. War schon zweimal hier, finde ich richtig geil. Nicht. Oh, Polizei ist auch. Polizei ist das wieder da. Wir sind jetzt hier am Stephansplatz und dort ist der Stephansdom. Richtig. Entschuldigung. Und da schauen wir jetzt einfach mal kurz hin. Da gucken wir jetzt mal hin. Er ist noch nicht richtig fertig erbaut, wurde mir gesagt. Der ist schon fertig erbaut, aber er wird immer renoviert. Wieder renoviert und saniert und immer wieder neu, alles schön und überhaupt. Und deswegen gehen wir jetzt einfach mal davor. Verona Poth hat hier geheiratet. Verona Poth hat hier geheiratet? Ja. Ich werde hier auch heiraten übrigens. Also, ja. Du bist ja nicht alles klar. Wer zahlt das? Ja, ich werde so paar Fragen, den Faber, den kenne ich nämlich. Ja. Ich werde fragen, ob er dich braucht. Okay, also jetzt ist es offiziell, ich werde hier im Stephansdom heiraten. Aber wem? So wie ich. Ich werde dich heiraten. Lesen müsst ihr auch. So Leute, wir gehen jetzt hier rein in den Stephansdom zur heiligen Pforte im Jahr der Barmherzigkeit. Und was machen wir denn jetzt? Wir schauen einfach den Stephansdom. Wir schauen uns jetzt von innen den Stephansdom mal ein bisschen an. Und ihr werdet natürlich auch dabei sein. So Leute, das war jetzt der Stephansdom von innen und ja, der liebe David, der muss jetzt noch ein bisschen was gucken. Der braucht noch eine neue Jacke. Jerry ist endlich erkannt. Jerry, du wurdest erkannt. Scheiße, ich wurde erkannt. Oh no. Und wir sehen uns nachher. Es ist total krass. In Wien, wenn du jetzt hier läufst, dir macht einfach keiner Platz. Du musst immer ausweichen. Die laufen dir wieder. Die laufen einfach weiter. Das ist unglaublich. Aber naja, jetzt auf jeden Fall habe ich derbe Hunger. Und ich werde echt mal dafür, dass wir langsam was essen. Wir zeigen noch schnell die ganzen Geschäfte daher. Louis Vuitton. Warte mal. Ach, Scheiße. Was denn? Jetzt habe ich ab. So, jetzt sind wir hier. Das sind die Louis Vuitton. Louis Vuitton Geschäfte. Das ist eins. Das ist ein riesengroßes. Das ist ein großes Geschäft. Dann haben wir da noch Burberry. Burberry, ja. Hier kommt das Geschäft da, Cartier. Das sollte man auch kennen, wenn man der Frau einen Ring schenken möchte, hier am besten kaufen. Also Jerry, wenn wir heiraten. Wenn wir heiraten, kaufe ich nicht hier bei Cartier einen Ring, oder? Okay. Genau. Okay. Schauen wir kurz auf die Preise. Nur, dass du dich auskennst. Ne? Wir stehen da bei 46.700. Oder bei diese Kette, die wunderbare Kette. Zeig mal die wunderbare Kette her. Diese da. Diese Kette hier? Die Kette kostet 88.500 Euro. Leute, das ist. Oder dieser schöne, Ring. 15.600. 48.800. Hier dieser schöne Ring.
Das ist alles herrlich. Ich würde sagen, ich gehe mir jetzt einfach mal einen Ring kaufen, oder? Für 80.000 Euro. Kann man sich schon mal einen Ring kaufen gehen? Gönn dir. Ich gönn mir einfach. Ja. So Leute, wir sind jetzt hier, wie heißt der Platz nochmal? Das ist der Heldenplatz. Wir sind jetzt auf dem Heldenplatz. Dort hinten sieht man, ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, da sieht man das Rathaus, dann sind dort die Museen, das Kunsthistorische Museum und das war das Naturhistorische Museum. Und hinter mir sitzt El Presidente drinne und arbeitet ein bisschen. Wie heißt er? Hans Fischer. Heinz Fischer, Entschuldigung. Heinz Fischer heißt er. Und wir haben uns jetzt doch entschieden, wir gehen jetzt wieder. Hochburg. Und wir haben uns jetzt auf jeden Fall umentschieden. Wir gehen jetzt wieder in eurem Loch essen. Also wir gehen dort jetzt ein bisschen einkaufen und in eurem Loch essen. Genau. Der Donauplex. Das Donauplex. Und wir gehen im Donauzentrum einkaufen. Und wir fahren jetzt noch da den Ring entlang. Wir müssen dann wieder nach hinten zu unserem Auto, wo wir geparkt haben. Fahren dann da entlang und fahren dann da nach vorne. Und beim Museumsquartier auch noch vorbei. Und der Jerry zeigt euch alles. So Leute, wir sind jetzt vom Essen aus dem Donauplex zurück. Es hat hey, hat sich gemerkt, dass Donauplex heißt. Ja, ich lerne doch dazu. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Wie immer sind natürlich Flo und Dave unten in der Videobeschreibung verlinkt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und denkt immer dran, wer sich gleich Jerry reinzieht, hat ein Leben gewonnen. Ciao!